nachdem die Kollegen von der Kultur um 10 Uhr ihre Konferenz machen, hätte ich gesagt, schauen wir jetzt schnell in die Kultur rein, weil um 10.15 Uhr ist der Sport, da haben wir ein bisschen länger Zeit. Jetzt wird es intellektuell, sieht man gleich. Ja, die Bücherbank gibt es immer noch, die Bibliothek. Das ist ganz wichtig für die Kultur, dass sie ihre Bücher mitnehmen können. Vorsicht, das Videoteam ist da. Jetzt geht es leider weiter, es tut mir leid. Hallo, Lea Thies und Richie Meyer von der Kulturredaktion. Und ihr habt um 10 eure Konferenz, gell? Deswegen sind wir vorher jetzt noch kurz. Nee, also wunderbar, vielen Dank. Aber heute fällt es ja auf. Heute ist kein normaler Tag. Die Lea ist nicht da. Achso, die hat Urlaub. Also, verstehe. Ja, alles klar. Und ich spreche sonst mit mir selber, aber dafür rufe ich dann nicht unsere magische Nummer an. Okay. Also, ich bin allein. Ja. Also, aber ihr hättet in Corona-Zeiten auch Telefonkonferenz. Machen wir jetzt. Genau. Machen wir auch im Sport, ja. Also, wir müssen darauf achten, eben auch, weil wir eben auch Termine machen müssen noch und dann eben ist es wichtig, dass wenn jetzt noch Theaterpremieren sind, wenn noch Abendsveranstaltungen sind, dass wir nicht alle zusammen in Quarantäne sitzen, wenn es irgendwen erwischen sollte. Mhm. Deshalb eben aufgeteilt und nur einer ist hier und der Rest arbeitet von zu Hause und dann wird das alles halt via Telefon gemacht und dann spürt man sofort eben, wie viel schwerer das ist. Ja. Und wie oft man telefonieren muss, was man sonst dann einfach mal über den Schreibtisch rüberruft. Mhm. Die Freitagskonferenz, ich habe das Vergnügen, die noch leiten zu dürfen und dann irgendwann hoffentlich nicht zu spät hier raus. Und die Journalproduktion, die ist immer wann fertig? Am Dienstag? Donnerstag. Donnerstag ist schon belichtet. Ist bei uns ein bisschen ruhiger, weil wir im Vorprodukt sind. Mhm. Also der Albtraum wäre jetzt, um 12 Uhr einen Fehler zu finden. Das also wenn man im schon gedruckten Produkt dann entdeckt, dass es noch nicht der Kunde hat. Ja, bei uns ist donnerstags immer ein bisschen stressiger, weil wir abends schon abgeben müssen. Das hat damit zu tun, dass wir im Grunde genommen das Journal wird vorher gedruckt, das wird jetzt schon vormittags gedruckt am Freitag, dann wird es auf Riesenrollen gewickelt und dann wird es am Abend, wenn die eigentliche Zeitung gedruckt wird, wird es einsortiert. Mhm. Das hat einfach mit den Größen der Druckumfänge zu tun. Wir können nicht einfach mal schnell 100 Seiten drucken oder sowas, das geht nicht. Weil ich mich da schon erinnere, dass ihr mal innerhalb von wenigen Stunden ein komplett neues Journal gemacht habt. Ja, was ist da passiert? Das war damals, das war Faschingsausgabe, war etwas Besonderes. Und da war also einer der Hauptschießpunkte der Christian Wulff, der damalige Bundespräsident. Das Ding war gedruckt und da ist er zurückgetreten. Das war nicht gut. Und das war ganz, ganz schlecht. So, und die Frage, was tun wir, liefern wir es trotzdem aus? Und haben sich die Kollegen hingesetzt und haben innerhalb weniger Stunden ein komplett neues Wochenendjournal gemacht. Also diese Faschingsausgabe, das sollte auch nur witzig sein, das sollte humorig sein. Das haben sie geschafft. Das war halt Prinz Charles, war dann so der Hauptprotagonist des Ganzen. Am Grunde war der Running Gag immer Wulff. Ja. Und da war halt der Running Gag Prinz Charles, ein bisschen mit ein paar eigenen Dingen. Und die alte Auflage wurde eingestampft. Okay. Über 200.000 Exemplare. Ach, also das war ein Riesen-Act. Aber das war wirklich Chapeau für die Kollegen. Also zumal es auch noch ein Sonderlayout war. Also diese Faschings-Kamelle, da verkleiden wir uns ja gerne mal so wie so ein Tratschblatt im Grunde genommen. Und das kannst du nicht einfach mit den normalen Layout-Formaten machen. Da musst du dann ganz viel rumbasteln. Und das war wirklich ziemlicher Act, ja. Voll. Hier, das ist unser Schriftzug. Hier, das war mal oben die Leuchtreklame am Haus. Und irgendwann sind Buchstaben hier an den Fenstern vorbeigefallen. Da sind Buchstaben vorbeigefallen und wir dachten so, was passiert hier? Und dann gab es eine harte Überredung, also mit den Bauarbeitern, und wir haben irgendwie so ein paar gerettet. Also nicht alle, aber das A von Augsburger Allgemein ist vorne, das ist da, also hier, da ist ein L. Das diente mal einem Chefredakteur auch immer so als so ein Fußball, oder als Torwart. So. Ja? Ich habe zu Hause noch ein E von Pressedruck. Ach was. Ja. Und ich glaube, bei Michael ist auch noch eins drin. Haben wir da auch noch einen? Mhm. Also, wir lassen nichts verkommen. So. Ach, von Pressedruck. Das kam. Augsburger. Ja, das muss man sofort umtauschen. Und jetzt würde ich vorschlagen, ich zeige euch noch mal mehr Bücher. Jetzt kommt ihr noch einmal mit mir. Ja? Endlich mal Bücher hier. Weil das ist quasi nicht mehr so ganz selbstverständlich, dass man hier mit so analogen Material arbeitet, ja. Aber das Schöne an der Kulturredaktion ist tatsächlich, dass wir so ein Archiv haben, wie ihr hier sehen könnt. Hier Musik mit Lexikas. Hier
Das ist dann unser Verlies. Also so, da kann man irgendwie, da fühlt man sich dann wohl, nicht? Also wenn man als Kulturredakteur hier arbeitet, dann hat man hier das richtige Umfeld dafür. Capito. Lea? Ja. Capito. Capito. Wie entsteht Capito? Ohne Capito geht nichts, oder? Nee. Wie sagte der Chefredakteur, Capito ist systemrelevant. Capito ist absolut systemrelevant und du produzierst diese Systemrelevanz. Genau. Ich probiere die Kinder aus der Region zu Wort kommen zu lassen, aber auch irgendwie zu zeigen, was passiert im Libanon, was passiert coronatechnisch auf der Welt und so weiter. Also das Große und das Kleine einfach da wieder zu spiegeln. Mhm. Das Schöne ist, seit wir sind im Grunde genommen die Corona-Gewinner, Capito. Wir hatten früher immer eine Zweidrittelseite und dann kurz vorm Lockdown haben wir dann gesagt, die Kinder sind zu Hause, die haben viel Zeit. Wir schenken ihnen einfach Lesestoff, ja, damit sie einfach weniger Grund zum Daddeln haben. Ja. Und es kam super gut an und wir machen jetzt weiter täglich eine ganze Seite. Ja. Und es gibt ab und zu Spezialaktionen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir eine Zeitungsausgabe haben, wo alle Bilder keine Bilder waren, sondern... Wir haben die komplette Zeitung gemalt. Also wir haben über 40 Kinder eingeladen zu einer Bildredaktion unten ins Medienrestaurant. Wenn man sich heute die Bilder anguckt von einem wuseligen Medienrestaurant, dann denke ich mir so, ach, war das schön. Ja, das ja. So Corona-Zeiten undenkbar. Mhm. Aber wir haben wirklich... Die Kinder mussten sich bewerben, ja, zeigt uns, wie toll ihr malen könnt, dann haben wir welche ausgewählt. Insgesamt waren es über 100 Kinder aus dem Verbreitungsgebiet, die wir dann auch noch an die Lokalredaktion weitergeleitet haben, die dann da auch vor Ort gemalt haben. Aber hier in der Mantelredaktion waren 40 Kinder, über 40. Und die haben wirklich tagesaktuell die Bilder gemalt. Das war wirklich irre. Wir haben erst gedacht, so, oh Gott, hoffentlich klappt das. Ne? Aber dachte ich, ja, die sind alle Doppelstunde Kunst gewöhnt. Also das wird schon hinhauen. Und hat super geklappt. Aber die war toll, die Ausgabe. Und mein die Lieblingsbild war im Wirtschaftsteil der DAX. Ja, der war super. Also der DAX zum Aktien, DAX. Also die in der Branche haben so uns ein bisschen so, einer hat mal zu mir gesagt, so, das war doch Kamikaze, was ihr da gemacht habt. Ihr spinnt wohl, oder? Und das war aber so erfolgreich. Wir haben auch einen European Newspaper Award dafür gekriegt. Und einige Redaktionen, also andere Verlagshäuser, die aus Neu-Osnabrücker, die Mainpost, die haben es dann auch nachgemacht. Okay, dann vielen Dank. Ja. Schönen Tag euch noch. Jo. Tschüss. Ciao, ciao. So, und jetzt gehen wir zu einer Redaktion, die, ich würde mal sagen, weniger Bücher hat, die meistens noch darauf wartet, dass die Bücher verfilmt werden, die dafür aber 3 Pay-TV-Abonnements hat.